Der Bürgermeister von Ottawa hat wegen der nunmehr 10-tägigen Proteste von Lastwagenfahrern in der kanadischen Hauptstadt den Notstand ausgerufen. Der Schritt spiegele die ernste Gefahr und Bedrohung für die Sicherheit der Bürger wider, die von den Demonstrationen ausgingen, erklärte Jim Watson. Welche Maßnahmen nun ergriffen werden sollten, teilte er nicht mit. Im Zentrum von Ottawa sind viele Straßen durch Hunderte von Lastwagen blockiert. Der sogenannte Freedom Convoy war ursprünglich als Protest gegen eine Corona-Impfpflicht für gewisse Fahrer gedacht. Inzwischen hat er sich zu einer Demonstration gegen Pandemiemaßnahmen allgemein und die Regierung von Ministerpräsident Justin Trudeau entwickelt.